Ja. So. Man kann gerne mal F5 drücken. Ich glaube, das funktioniert dann am besten jetzt mal. Okay, das hat mich angekotzt jetzt. Ich muss den Stream komplett neu starten. Das mache ich nicht so gerne. Sollte gehen. Denke ich, schätze ich, hoffe ich. Ich muss doch nette Sachen zu der doofen Prinzessin sagen, damit sie nicht denkt, ich mag sie gar nicht. Ansonsten weint die schon wieder und daran möchte ich nicht ungern schuld sein. Nicht schon wieder. Yep. Stupid ist dumm. Es ist dumm, wenn man stupid ist. Was mache ich hier oben? Was ist der Tempel Star? Aber du trägst ihn. Du kannst den Spitznamen auch ablegen, aber du trägst ihn weiterhin. Anscheinend mit Stolz. Deswegen kannst du was dafür. Mit Würde, aha. Ach, Wassertempel. Wassertempel, Bliss. Bliss, stop. Wie gemein. Friendly. Ich bin mit meinem Spitznamen recht zufrieden. Ich meine, er geht. Früher mochte ich's nicht, wenn man mich. Nee, es geht. Ich mochte was anderes nicht. Also früher mochte ich es nicht, wenn man mich so genannt hat. Das ist mir eigentlich relativ egal. Man gewöhnt sich dran. Nö, Benny hat mich früher gestört. Das hat ein damaliger Kollege von mir angefangen. Nein, das hat so lange gemacht, wie ich mich dran gewöhnt habe. Und das ist mir auch egal. Vani ist einfach ein Name. Ist einfach ein Fantasy-Name, den ich mir mal ausgedacht habe. Aus Spaß. Also Vani hat absolut keine Bedeutung. Mich hat Benny mal gestört. Früher, ganz, ganz früher, vor 10 Jahren. Ungefähr. Da fand ich es doch nervig. Inzwischen geht's. Inzwischen ist es mir recht egal. Ich sag's mal so, wenn ich ein Kollege oder ein... Nein. Nein! Ich laufe den Umweg nicht nochmal. Nein, ich mach das nicht nochmal. So. I believe I can fly. And touch the sky. I think about it every night and day. So spread my wings and fly away. Obwohl, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Vielleicht gehe ich mal dahin. Ja, genau so gezählt das Wiegenlied. Genau mit diesem Ton. Die Hintergrundgeschichte in der Warnekasse ist eigentlich nichts Tolles. Ich brauche einfach nur einen Namen.
Namen für einen damaligen Magier. Das war's dann eigentlich auch schon. Den habe ich halt Warnikas genannt. Dann habe ich mich auf YouTube angemeldet. Da dachte ich mir so: Hallo, willkommen zurück, Blast Illico. Du hast den I Believe I Can Fly Moment verpasst. Ich hoffe, du bist nicht allzu traurig, dass du ihn verpasst hast. Wo bin ich noch nicht lang gegangen? Lösung, Bliss. Deswegen hasse ich den Wassertempel. Er ist nicht scheiße schlimm, sondern er ist einfach nur verdammt desorientierend. Weil ich nie weiß, wo ich hin muss. Nie. Ich habe immer Probleme, den Anfang des Dungeons zu finden. Was auch immer ein Cookie-Stream ist. Gott, ich merke schon, ich werde zu faul, englische Namen auszusprechen. Ist very strong. Das bringt mir relativ wenig. Eine Karte dürfte ich ja eigentlich noch nicht haben. Das ist eigentlich nur ein Bug von Emulator, ob ich die Karte jetzt schon habe. Deswegen will ich den Bug auch ungern ausnutzen, sagen wir es mal so. Ihr hättet am Ende schon gern richtig die Karte in der Hand, so als Item und so. Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, nutze ich einfach die Tatsache aus, dass ich einen neuen Schlüssel habe und gehe einfach durch irgendeine Tür. Aber bis es soweit ist, würde ich gerne die richtige Lösung rausfinden. Ich wollte es einfach mal einen Moment sinken lassen. Irgendwie war es lustig. Irgendwie fand ich es gerade lustig. Ich sag's mal so, COD ist jetzt nicht mein Hauptgebiet, also ist jetzt nicht wunderlich, dass ich diese Person nicht kenne. Unter anderem, weil ich keinen einzigen COD-Teil besitze. Daran könnte es vielleicht auch liegen. Spielbliss. Ich brauche noch mal eine Stelle, wo ich das machen kann, damit ich es ja noch mal machen. Was? Ey! Ey! Ich habe keine Waffe! Ey! Ich habe nur einen scheiß Enterhaken! Geh weg! Geh weg! Nein! Nein! I believe I can fly! That was kinda useless. Das Echsending kann mit unter Wasser mit einem Schwert springen. Mit Anlauf. Das ist fast wie Blitzball. Unmöglich. Weil unter Wasser Fußball zu spielen ist ein bisschen... Naja, sagen wir, wenn wir ein bisschen Logik mit einbringen. Unlogisch. Ist
Ich sag's mal so, ich bin jetzt nicht jemanden, der in einem Spiel Logik sucht. Ich hätte sie nur gerne irgendwo vorhanden. Das war ganz nett. Wow! Das könnte so einfach sein. Drei! Seriously? Hab ich eine Fee in der Tasche? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gab's nicht so einen Kampf in Zelda? Gab's nicht so einen Kampf in Zelda, während er Ocarina of Time spielt? Ich spiele einfach mal so, als hätte ich keine Fee. Ich hab eine Fee. Ich wollte gerade sagen, ich spiele einfach mal so, als hätte ich keine Fee, weil dann spiele ich ernster. Dann spiele ich ein bisschen vorsichtiger. Hat sich erledigt. Achtung, ich sage jetzt was Nettes. Die Prinzessin ist auch da, wenn man nicht weiß, dass sie da ist. Sie ist einfach immer da. Auch wenn man sich der Anwesenheit nicht bewusst ist. Und sie hilft einem dann. Wenn man gerade mal am Sterben ist. Notfalls voll das Nette. Jeder muss eine Prinzessin in der Flasche haben. Ja, Navi, was ist? Was mag das sein? Enterhaken ins Gesicht? Das ist in Zukunft die Lösung für alles, Enterhaken ins Gesicht. Aber da steht, was mag das wohl sein? Enterhaken. Ins Gesicht. Fee. Ha. Ich habe die doofe Prinzessin wieder in der Flasche gefangen. Wenn ich jetzt sage, da wo sie hingehört, wäre das ziemlich gemein. Controller, please. Thank you. Thank you, good sir. Doof. Hey, ich finde dich ja eigentlich voll nett und ne? Hast du mal Lust auf ein Treffen, Enderhaken ins Gesicht? Okay, hättest auch gleich nein sagen können. Herr Müller, möchten Sie befördert werden? Ja, Enterhaken ins Gesicht. Schatz, ich habe etwas für dich... Schatz, ich habe dir gerade was gekocht. Was ist das denn? Was mag das wohl sein, Enterhaken ins Gesicht? Nur aus Prinzip. Wie krieg ich dich auf, du Kiste? Seine liebe Kiste. Do it. Geh auf. Komm schon. Ich bin auch zärtlich zu dir. Dann halt nicht. Komm ich halt später wieder. Ich hätte Wasser ja mal ablassen können. Flachwitz gemacht, ein Haken ins Gesicht. Jetzt weißt du auch, was dich erwartet, Princess, wenn du gemein bist, ein Haken ins Gesicht. Direkt. Wobei, eigentlich ist ja der Fanghaken. Gut, wie lang noch ist die andere Frage.